Wie finden Sie ihn? Wie mein Zwillingsbruder. Wirklich verblüffend. Ja, das haben wir uns auch gedacht. Aber Sie sind sympathischer. Wachablösung! Marsch! Was ist denn? Nicht hinsehen. Ich habe das Gefühl, der Mann da drüben beobachtet Sie. Er ist mir vorhin schon aufgefallen. Ganz links von uns. Der mit den vielen Kameras. Sind Sie sicher? Ja, absolut. Kennen Sie ihn? Nein, ganz bestimmt. Augenblick mal, warum verfolgen Sie uns? Was, Sie verfolgen? Ach du große Güte, nein. Warum sollte ich einen fremden Menschen verfolgen? Ich kenne Sie ja gar nicht. Sie kennen uns nicht? Warum verfolgen Sie uns dann? Nein, Sir, ich habe es Ihnen eben erklärt. Ich verfolge Sie keineswegs. Ich suche die Herrentoilette, verstehen Sie? Also, raus mit der Spitze. Bitte haben Sie die Güte, mich sofort loszulassen. Ich warne Sie. Ich bin kein Mensch, den man ungestraft misshandelt. Ich will die Wahrheit wissen. Was wird hier gespielt? Guten Morgen, Sir. Ich bin ein Tourist. Ich bin zum ersten Mal in Ihrem wundervollen Tower von London. Und ich würde Sie bitten, mir einige Informationen über die bedeutendsten historischen Aspekte dieser ehrwürdigen Hallen zu geben. Sollen wir das Duane sagen? Bis Mitternacht übernehme ich seinen Dienst. Um Mitternacht schließe ich die inneren und äußeren Werfttore auf und lasse die Männer herein. Peters, ich komme. Was ist? Der Kahn liegt unten am Quai 5. Es ist keine Luxusjacht, aber es wird schon gehen. Ist im Tau. Wir müssen weg. Tragen Sie die Koffer zum Wagen. Jetzt gehe ich nur noch zu Hope. Warum denn so eilig? Warum sind Sie nicht auf dem Schiff? Dieses Dreckzeug hier. Was können Sie behalten? Ich nehme Ihre Tasche. Sie dachten, ich würde wie die Ratte in der Falle auf Ihrem Frachter sitzen, bis die Polizei kommt und mich schnappt, während Sie mit den echten Dingern im Hubschrauber abschwirren. Also gut. Dann ändern wir das und Sie kommen mit uns. Das ist wirklich kein Problem. Aber sagen Sie mir, wo ihr wusstet. Komm!